Freunde, was geht? So, Freunde, wir haben kein Outro für das Video gehabt, aber wir machen jetzt so ein Intro und Outro gleichzeitig hier kurz am Anfang. Ihr seht auf jeden Fall eine saftige, leckere Food-Tour. Am besten holt euch nebenbei noch was zu snacken oder so und guckt euch dabei die Food-Tour an. Was geht ab? Auf jeden Was macht die? Die geht da drauf. Oh mein Gott. Nimm die doch mal Oh runter, mein hä? Gott, was ein Balance. Die fällt gleich auf Kamera oder so. Ey, wie die balanciert, krank. Auf jeden Fall, gönnt euch das Video. Lasst gerne ein Like Like da. da, ja. Ich weiß, das sagt man jedes Mal. Das nervt auch die ganze Zeit, das zu hören, aber Liken einfach, liken. Schreinisch, Junge. Manche vergessen es einfach. Deswegen liked das Video gerne. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne. Und lasst einen Kommentar da. Let's go. Bis gleich. Freunde, viel Was Spaß für mit bis dem Video. gleich? Viel Spaß mit den Videos. Ach Video fängt so, jetzt viel an. Viel Spaß mit dem Video. Oi. Man hört eh nur mich. Alle frisch aufgestanden. 12 Okay, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ein saftiges Video. Ein sehr saftiges Saftiges Video, weil wir werden heute Video. fressen und euch die Foodspots in Frankfurt zeigen. Seid ihr bereit? Ich habe gerade auf jeden Fall richtig Hunger. Deswegen, Digga, das wird ein wildes Video, Alter. Was sagst du? Hast Ich du Hunger? bin bereit, ja. Ganz gut. Wir zeigen euch den besten Burger in Frankfurt. Dann zeigen wir euch den besten Döner aus Frankfurt. Dann zeigen wir euch saftige Milchshakes. Die habt ihr auch noch nicht gesehen, gell? Milchshakes noch nicht. Das sind Monster. Du Bock, gell? Darauf hast du heute Bock? Auf die Milchshakes? Sag ja! Und zum Schluss seht ihr noch was. Also was Süßes, gell? So. Was Schönes, Süßes zum Abschluss. Und zwar. Milchshakes! Nein, lock mal. Ach so, lock mal, Digga. Wir sind jetzt schon bei dem Burgerladen. Und. Der Laden heißt. Geh mal her, lass doch reden, Junge. Der Laden heißt Urban Range, Freunde. Okay, und ihr müsst wissen, das wird jetzt unser Frühstück. Burger zum Frühstück. Mein Frühstück wird's nicht. Ich hab was gegessen. Okay, aber mein Frühstück. Ich habe ein Duplo gegessen. Wir haben 11 Uhr. Okay, wir sehen uns gleich drin. Oi. Machst du uns zwei saftige Burger einfach. Zwei saftige? So doppelt Zwei. oder denkst du normal? Mach, kannst du doppelt machen. Einfach zwei Saft, zwei unterschiedliche. Eine mit Bacon, eine ohne Bacon. Weißt du, einfach zwei unterschiedliche und dann einmal Süßkartoffeln noch dazu. Einmal Süßkartoffeln. Jawohl. Überleg grad, sagst ein ohne Bacon. Kannst auch beide mitmachen. Hauptsache zwei unterschiedliche und soll schön saftig aussehen, okay? Ja, Bruder, ich mach dir was schön. Stabil. Das war's schon mal. Süßkartoffeln noch? Ja. Das war's. Und Getränke nehmen wir uns dann noch. Was, diese Bluna? Welche, Bruder? Das ist die Mezzo-Mix, wie Sprite, das ist Fanta. Aber Gib mir besser. diese. Welches. Schmeckt diese wie Fanta? Ja, das schmeckt Baba, das schmeckt auch Baba. Das ist eigentlich auch gut. Gib mir diese Orange. Mayo und Ketchup, aber noch ein bisschen würziger einfach. Okay. Es wird nicht am Grill getwirkt. Nicht gefurzt? Nicht Nein, getwirkt. Achso, nicht getwirkt. Das ist gefährlich, weil es heiß. Die Burger sind eingetroffen. Da kommt Burak mit Getränk. Ich bin echt gespannt auf Yusis Reaktion, weil Yusuf, weiß noch im Dings Paris, als wir Burger essen waren, hat Yusuf gesagt, der hat noch nie so einen Burger gegessen. Oh, Digga, wenn das ist. So, und warte mal, jetzt siehst du das erste Mal in deinem Leben, glaube ich, einen richtigen Burger. Also, ich habe auf jeden Fall, wir haben gesagt, mach uns
zwei saftige Burger einfach. Such dir aus, was du drauf machst so. Sieht wirklich gut aus. Sieht aus wie ein Monster, gell? Das ist ein Double Patty. Käse drauf geschmolzen, karamellisierte Zwiebeln, normale Zwiebeln, Jalapenos, ein bisschen Rucola und ich glaube Tomate und Bacon noch oben drauf. Also saftiger geht, glaube ich, nicht. Ich dachte, man hört diesen Knospen. Boah. Oh mein Gott, krank. Ich liebe gute Burger. Und das ist der beste Burger. Ich weiß, was ich sagen soll. Der ist einfach saftig. Der ist fett. Und alles, was da drin ist, das passt zusammen. Und das schmeckt einfach krank. Ey, wie diese Käse rausgekommen ist und so. Ey, jetzt einen fetten Biss aber. Einen fetten Biss. Ja, ja, genau so. Oh, guck mal, wie das da. Oh mein Gott, wie dieser Saft da rauskommt. Nimm die Zwiebel mit. Nimm die Zwiebel mit. Ey, wie dieser Saft da rauskommt. Mm. Jetzt, ich bin echt gespannt, was ihr so sagt. Ja, einfach glücklich geworden. Hä? Was? Einfach glücklich geworden. Ey, das ist wirklich geil. Ja. Geil. Besser als der in Paris. Safe. Ich weiß, Yusuf mag keine dicken Burger. Du magst eigentlich, wenn es so klein, fein ist, gell? Nicht wegen klein, so wegen, weil da zu viel ist und so, aber da hat ja, es schmeckt. Soll ich dir sagen, warum? Yusuf mag es, wenn es so schön in die Hand reinpasst und wenn es schön mundgerecht ist. Und weil es immer schön sauber sein bei dem. So, ja, genau. Seine Hände dürfen nicht dreckig werden. Doch, Yusuf ist so, deswegen, der muss es am besten, und der hat ja auch kleinere Hände, einen kleineren Mund, der muss es so perfekt halten können. Essen können perfekt, dass es in den Mund reinpasst und dass er danach noch am besten sauber bleibt. Deswegen sowas ist eigentlich nicht deins, gell? Ja, aber vom Geschmack? Krank, beste. Okay. Hier sieht man mein Auge, wie angeschwollen es ist, mein linkes Auge. Ey, mir kommen die Tränen, ich schwör, warte mal. Ich schwör, meine Augen tränen einfach. So gut. Meine Augen tränen, Digga. Digga, ich kann nicht sagen. Baller krank. Ich schwör auf alles. Wirklich, ich war schon zwei, dreimal hier essen. Sprachlos einfach. Ich schwör auf alles. Schmeckt krank, ich schwör. Kommt auf jeden Fall vorbei, ich schwör. Ihr müsst es selbst probieren. Lass mich in Ruhe, Digga. Ich will weiter essen. Okay, wir essen jetzt in Ruhe weiter. Ohne Kamera, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns nochmal nachher. Oi. Urban Range. Ich gebe von 1 bis 10. Digga, ich habe noch nie so einen krassen Burger gegessen. Ich schwöre, ich geb dem eine 10. Ich nenne ein Nachteil, okay, was ich nennen muss. Ein Nachteil, das ist auch der einzige. Filmst du gut? Guck, wie du filmst, guck nicht mich an. Ja. Der Burger ist so fett und so saftig, dass der dich so kaputt und müde macht. Seitdem ich den Burger gegessen habe, voll müde. Ja, Mann. Du auch? Ich bin auch müde. Sehr leckerer Burger. Einer der besten Burger, die ich je gegessen habe, wenn nicht sogar der beste Burger. Guck mal, der Burger ist so gut, dass es nur noch auf den Geschmack von der Person ankommt. Das heißt, für mich wäre der vielleicht eine 9, für den wäre der eine 8, für den wäre der eine 10. Also der ist schon so gut, dass es nur noch subjektiv ist. Dass nur noch die Person sagen muss, ist es mein Geschmack oder ist es nicht mein Geschmack. Ich gebe dem Burger eine stabile 9,5. Der Burger war krass. Einer der besten Burger, sogar der beste Burger, den ich gegessen habe. Bisschen so zu viel, aber das war krass. Ich würde so eine 9 geben. Wenn die einen eigenen Laden hätten, wäre besser. Aber ist nicht so schlimm. Oder? Was sagst du? Hä? Digga, was lachst du? Ja. So, wir kommen schon zum zweiten Laden, und zwar zum besten Döner in Frankfurt. Der beste Döner, den ich in Frankfurt probiert habe. Wenn ihr einen besseren Dönerladen kennt aus Frankfurt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Tombul Döner nennt er sich, der Laden. Das, was mir dort besonders gut gefällt, zeige ich euch dann, wenn wir dort sind, wenn wir den Burger geholt haben. Ich bin gespannt. Ich weiß ja schon, wie der schmeckt. Habe ich Burger gesagt? Ich meine natürlich Döner. Ich bin gespannt, wie der Döner Burak und Yusuf und Elfi schmecken wird. Ich weiß ja schon, wie der schmeckt.
und ja, let's go. Oi. Oh, 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 oh. Also auf jeden Fall, wir haben den Döner. Der Döner kostet hier... Digga, das soll ein Döner sein? Ja, ja. Sieht aus wie ein Dürüm, Digga. Digga, das ist der Döner hier, sieht aus wie ein Dürüm. Aber ich muss sagen, also erstmal, also die wollten nicht, dass man filmt. Aber das ist gar kein Problem, ist ja, also wenn die nicht wollen, ist kein Problem. Aber ich muss sagen, immer wenn ich dort war, haben die eigentlich vor den Augen des Kunden haben die das Brot frisch gemacht, so neu frisch gemacht. Ja, hat der heute nicht gemacht und ich sag ja, deswegen sag ich ja, oh, oh, oh. Ich bin gespannt, ob es trotzdem noch so gut schmeckt, wie sonst immer, wenn ich hier war, oder ob der heute ein bisschen enttäuschen wird. Hier ist der Döner bei Burak. Also, guck mal, ich sag euch meine Highlights da drin, diese Rucola, heißt es Rucola? Ich probier mal, ich sag's dir danach. Ja, ja, probier mal, probier doch, der ist Brokkoli, isst doch mal den Döner jetzt. Nimm, warte. Sei ehrlich. Warte mal, ich brauch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Digga. Das schmeckt. Was? Geht, Digga. Du sagst der beste Döner. Nein, da. Okay. Ist okay, Digga. Ja, ist jetzt nicht so krass, wie du gesagt hast. Boah, doch, das ist lecker. Geiler Döner. Nicht der beste, aber einer der besten. Man merkt auf jeden Fall, dass sie das Brot gerade frisch gemacht haben. Ich schwör auf alles. Ja, sag doch, das ist ein Pluspunkt, ja, safe. Freunde, das Beste. Was ich geil finde an diesem Döner, hast du nicht gemerkt, dass es sauer schmeckt? Hast du schon mal einen Döner gegessen, der ein bisschen sauer schmeckt, so saure Nachgeschmack? Der hat noch Zitronen reingemacht, gell? Genau. Das habe ich noch nie in einem Döner gesehen. Ich finde, das passt richtig gut, das schmeckt richtig gut. Am Ende so sauren Nachgeschmack. Was ich auf jeden Fall feiere, das Brot. Also ich hab den, ich esse jetzt gerade den... Wer da gerade Schlag? Ich esse gerade den Rest. Der ist sehr lecker. Sag ihn wieder. Pst. Und ich würde eine 8 geben. Lecker. Ja. Hast du schon bessere Döner gegessen, ja oder nein? Ich weiß nicht. Der ist auf jeden Fall dabei in einer der Best. Also, der ist dabei. Okay, ich gebe dem Laden eine... war jetzt nichts Besonderes, Digga. Ich habe auf jeden Fall schon bessere Döner gegessen. War okay, ich gebe dem 6,7. 6,5. Also, ich sag ehrlich, ich habe in Frankfurt noch keinen besseren Döner gegessen. Ich habe den schon mal hier besser gegessen. Auf jeden Fall, weil als das Brot direkt frisch aus dem Ofen kam und so und der hat diese frischen Zutaten und alles reingemacht, das war wirklich, das, als ich das erste Mal hier war, da hat es richtig geil geschmeckt. Ich gebe dem Dönerladen oder dem Döner hier 9 von 10. Okay, ich habe wieder Hunger bekommen. Ich habe auch wieder Hunger bekommen. Okay, jetzt ohne Spaß, ich habe wieder Hunger bekommen. So, wir sind im Laden Nummer 3, What's Beef, und das ist eigentlich ein Burgerladen, aber wir haben heute schon Burger gegessen. Da gibt's aber richtig krasse Milchshakes. Ja, Mann. Gehen wir rein? Habt ihr Bock auf Milchshakes? Hast du Bock auf Milchshakes, Jusso? Ja, ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Hast du Bock auf Milchshakes, Bruder? Ja! Hast du Bock auf Milchshakes, Elfi? Ja. Okay, let's go. Let's go. Woo. Juhu, ich freu mich. Oi. Was Beef, Digga, was Beef? Willst du Beef? Alles ist so. Nein, das, die Tür ist einfach schwer. Warum? Weil du schwach bist. Du hältst falsch rum. Das sieht gut aus, aber es sieht sehr, sehr krass nach einem Zuckerschock aus. Das auch, das auch, das auch, das auch. Deswegen, ich würde sagen, wir holen uns zwei Stück. Okay, wir teilen uns das zweite Mal eins.
Ey, die Musik ist auch schon cool. Also ich würde euch empfehlen, so einen Shake immer zu zweit zu teilen. Weil sonst Zuckerschock. Junge, du kennst dich mal zu viert in Eis. Okay, welches wollt ihr? Willst du? Cheesecake, Digga, komplett. Yusuf und ich schon Nutella Donut? Hä? Ich würde sagen, ja, Nutella Donut. Unsere Milchshakes sind angekommen. Ich bin ehrlich, sie sieht krass aus. Ich hab doch gesagt, hier gibt's kranke Bomben. Digga, ich hab einfach keine Ahnung, wo man anfangen soll. Weißt du, was ich meine? Wo hier, willst Digga, du essen? Wo willst du. Okay, fang an. Oh, was hast du gemacht? Kirsche oder so. Ey, Nutella fällt! Halt fest! Mit was? Halt. Wieso hat die gemacht, Zweig? Hä, warum hältst du? Na, Hakion. Ey, ess das. Rette. Ja, mach weiter. Was machst du? Du musst retten. Schmeckt. Kriegst du mal so einen Löffel? Keine Ahnung, was du machen sollst. Man hört, was ist das da hier? Seiten. Ich mag kein Kirsche, ja. Ah, hier ist noch Cheesecake, hab ich voll vergessen. Hey, ich bin dir ehrlich. Nein! Oreo, Sahne und noch ein bisschen Cheesecake, warte. So. Ey, nach diesem Milchshake muss ich auf jeden Fall ins Gym und Cardio machen, ja? Hatten wir nicht Nutella Donut? Nein, das ist doch, das ist ein Quarkbällchen. Quarkbällchen, ja. Digga, du bist los, da stand sogar Quarkbällchen drauf. Nein, das ist Nutella Donut. Das ist kalt, geil. Was habe ich aber geschmeckt? Warte mal. Schoko, das ist geil. Einer muss riskieren. Ich riskier's jetzt. Was machst du? Beiß doch einfach rein, was machst du? Ich will so abmachen. Du hast es zerstört. Du hast es zerstört. Wow. Willst du auch noch mal reinbeißen? Warte. Wow. Ey, das ist wirklich geil. Es hat geschmeckt. Ja, ess mal fertig jetzt. Kämpfen. Ja, eins. Digga, eins alleine. Eins alleine ist schon hart. Teilt euch mal. Lecker. Geil, ja? Ist ja Luft. Was laberst du? Was war das? Was? Digga, wegen dieser Dings, glaube ich. Was war das? Hä? Er sagt einfach, er kriegt keine Luft. Da ist nicht was. Ja, was soll ich sagen, Digga? Ist okay, schmeckt gut, Alter. Besser als unser. Besser als unser Cheesecake. Wir waren ja jetzt gerade eben bei What's Beef und haben Milchshake getrunken. Und ich muss sagen, Digga, ich habe noch nie so einen Milchshake getrunken. Sah gut aus, sah sehr gut aus und hat auch gut geschmeckt. Ich gebe eine gute 8,5. Ich bin eigentlich gar kein Fan von so viel Schokolade oder so, aber für sowas, also Milchshake, das war wirklich lecker. Ich würde, wenn ich so mit Freunden oder mit euch wieder hingehe, ich würde wieder eins essen. 7,8 geben, 7,5.
Plus, Digga, die Mitarbeiter dort waren dick sympathisch. Der Laden war sehr schön. Die Arbeiter dort waren sehr, sehr sympathisch. Und ja. Also ich bin müde. Ich bin voll. Ich bin K.O. Ich will einfach nur noch schlafen. Aber die Milchshakes waren lecker. Also von der Optik und so sieht der Laden auch so richtig schön, also richtig schön gechillt und gute so Musik auf Hip-Hop angelehnt, weißt du? Achso, da waren auch Dings, Figuren, Statue von B.I.G. Ja, ja. Bilder von, ich weiß nicht mehr, von Ice Cube und so, hatten die dort Bilder hängen und so. Und da lief die ganze Zeit so schön Hip-Hop und so auch, also ist echt ein cooler Laden. Wie sagt die Jugend heutzutage? Echt cringer Laden. Digga, cringe ist was ganz anderes. Achso, was sagen die? Keine Ahnung, Digga. Ah, swaggy. Swag, swag. Richtig swagger. Swaggy Laden. Wer sagt das? YOLO. Oi. Welche Früchte? Erdbeeren. Kinderriegel. Kinderriegel. Das war's. Oder? Kommt nein, nein, keine Ahnung. Okay. Yes, ja. Tama-Schüler. Halt! Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog, Kappa. Okay, komm, ich filme euch. Willkommen zu einem neuen Vlog. Lass doch mal, wir müssen mit der Kamera filmen. Lass doch mal. Digga, mit Furz. Wir haben die Lokmas auf jeden Fall schon geholt. Zeig mal, wie die aussehen. Ach so, stimmt, wir waren bei Inside Lokma und wir haben die schon geholt und Bubu probiert jetzt das erste Kügelchen mit Kinderriegel obendrauf. Ich will aber ohne Kinderriegel. Also Freunde, ist okay. Kann man machen. Digga, es hat gut geschmeckt. Habt ihr schon mal Lokma gegessen? Das war mein erstes Mal Lokma und ich muss sagen, ich bin positiv. Schmeckt gut, Digga. So ein bisschen zu viel Schokolade, finde ich. So weniger Schokolade, dann wäre perfekt. War auch noch gefüllt, Schoko. Ja. Schokofüllung. Zwei waren mit Haselnuss. Hattet ihr Schoko oder Haselnuss? Alter, ich weiß gar nicht. Warte mal. Ich hatte, glaube ich, Schoko. Ja. Ich hatte Haselnuss. Ich hatte Schoko auf jeden Fall. Bei mir war Schoko. Bei mir war kein Haselnuss. Das ähnelt ein bisschen so Quarkbällchen, gell? Ja, safe. Sind doch Quarkbällchen. Was ist da drin? Oh, die ist müde, die Arme. Oh. Ich habe hier noch so ein Eis hier geholt von denen. So ein Eis hier habe ich noch geholt von denen. Und ich muss ehrlich sagen, der schmeckt richtig geil. Das ist so ein Schwarztee-Maracuja-Eistee. Elif, nein, ich will nicht. Und der hat was von Bubble Tea. Inside Lokma hat gut geschmeckt, würde ich eine stabile... Boah, ich muss kurz überlegen, ich muss vergleichen mit... Was vergleichen? Ich muss vergleichen mit irgendwas anderem, so mit Donuts und so, weißt du, was ich meine? Also würde ich eher lieber Donuts essen oder sowas. Ich würde es gleichstellen. So. Das ist eine gute Alternative so für Nachtisch und so, weißt du? Ja, Mann. Dass du nicht immer Donuts isst oder nicht immer Cheesecake oder was weiß ich was, sondern hier Bab Lokma. Ich würde eine 8 geben von 10. Ich würde eine 7 von 10. Ich würde eine 6 geben. Sehr lecker. Ja, 6. Ja, ja. Okay. Über 5. Baba Location hier. Also sieht wirklich gut aus hier. Auch hier mit so Statuen und so.